Qualität, Qualität und nochmals Qualität. Darauf setzt die Vermögensverwaltung Benz AG bei ihren Aktieninvestments schon seit Jahren. Allerdings sind die Bewertungen zuletzt stark gestiegen. Deshalb wollen und müssen wir über dieses Thema sprechen mit Vorstand Frank Benz. Ja, Qualitätsaktien, Herr Benz, ist ein sehr weit gefasster Begriff. Wann schafft es ein Unternehmen in Ihr Portfolio? Zuerst schauen wir uns die Unternehmen an. Wie hoch ist der Gewinn, das Gewinnwachstum und die Cashflow oder die Margen? Dann leiten wir daraus ab, was würden wir als Aktionäre an Ausschüttung, also an Dividende bekommen. Und wenn die Relation der Dividendenrendite, nämlich was bezahlen wir fürs Unternehmen, was bekommen wir, einigermaßen stimmt, dann wäre das mal ein Kandidat. Gleichzeitig schauen wir, Sie haben es vorher schon gesagt, ob die Bewertung, nämlich das Kurs-Gewinn-Verhältnis, wesentlich über dem Markt liegt oder marktadäquat vorliegt. Haben Sie dafür mal ein konkretes Beispiel? Ein Beispiel wäre zum Beispiel aus der internationalen Seite eine Esso bzw. eine Royal Dutch. Die haben über mehr wie 25 Jahre die Dividenden gehalten oder erhöht. In Deutschland haben wir nächstes Jahr die Fresenius Medical Care. Die ist im Moment 24 Jahre dauerhaft mit Dividendenerhöhungen. Das wären Kandidaten, die wir uns genauer anschauen. Wie sehen denn die aktuellen Bewertungsniveaus überhaupt aus angesichts der hohen Börsenstände bei DAX und Dow Jones? Werden sie überhaupt noch fündig? Grundsätzlich werden wir fündig, aus dem einfachen Grund, man muss nur unterscheiden, wir haben markttechnische Risiken und wir haben unternehmenstechnische Risiken. Das kann man sich sehr leicht vorstellen, indem man sich die Ölbranche anschaut. Die leidet im Moment unter dem Ölpreis, die Banken haben Probleme weltweit oder auch die Automobilbranche durch den Dieselskandal. Das heißt, wenn man sich über diesen Weg dem Thema nähert, seine Kennzahlen untersucht, diese dann auch versucht einzuhalten, dann findet man immer wieder global ganz besonders einzelne Unternehmen, die man in die engere Wahl nehmen kann. Es kommt sicherlich nicht immer nur darauf an, die richtigen Einzeltitel im Portfolio zu haben, sondern auch die richtige Zusammensetzung, den passenden Mix zu finden. Wie gehen Sie hier vor, um eben diesen Mix für Ihr Portfolio gestalten zu können? Also hier haben wir einen Prozess definiert, der starre Kriterien vorgibt, dergestalt, dass wir sagen, eine einzelne Investition darf nicht mehr wie 1,5-3% Depotanteil haben. Durch das, dass wir wiederum die Unternehmen, die Branchen oder die Regionen mit den Kennzahlen selektieren, bekommen wir automatisch immer so eine Art Blumenstrauß, wo Gesellschaften global unterwegs sind, die wir in unser Portfolio reinnehmen können. Ihr Fazit, Herr Benz, wie sieht nun der richtige Umgang mit Aktien aus? Grundsätzlich ist es wichtig für einen Investor, dass er sich gewisse Gedanken macht, wie lange kann er sein Geld anlegen, ist er bereit zu diversifizieren, ist er auch bereit, nicht nur im Heimat- oder in der europäischen Region zu investieren, sondern global. Wenn allein durch diese Kriterien kann ich gewisse Risiken ausschalten und dann brauche ich natürlich Geduld und vor allem auch Demut. Ein gutes Schlusswort, Qualitätsaktien und die richtige Bewertung erläutert von Frank Benz. Herzlichen Dank für den Besuch hier in Frankfurt.